Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 76 und alles andere erzählt euch der Wanderer. Ja, hallo und moin moin. Ja, ich habe hier noch immer Mysterien über Mysterien über Mysterien. Ich muss hier noch mal rein. Wir müssen, Moment, wo steht's? Verschaffe dir Zugang zum Büro der Oberin. So, das muss ich noch machen. Und das werde ich jetzt machen. Und da unser lieber Manni da nicht mit rein kann, weil er kommt nicht durch das Gitter, das macht ihn... Weil ich nämlich meine blöde Maske irgendwo verkauft, abgelegt, weggeschmissen habe oder sonst auch irgendwas. Ja, genau. Und viel Spaß. So, jetzt muss ich mal schauen, wenn ich hier, ich könnte es sein, verschaffe dir zu. Also, gut, dann gehe ich mal hier an einen dieser Terminals wieder. Missionsauswahl. Aha, keine Mission möglich. Okay. Irgendwo schleicht hier jemand rum. Keine. Ah, das bist du. Die Waffe. Ja, nee, ich bin das. Die Waffe ist charakteristisch. Ich versuch noch mal irgendwo zu gucken, ob ich eventuell auch noch den Schleier finde. Ja. Hast immer noch Hoffnung, ne? Oder sowas. Olivia, warte mal. Olivia. Ah, das ist alles dasselbe. Moment, hier vielleicht nochmal gucken. Boah, ist das viel. Also hier komme ich erstmal nicht weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Wie komme ich da rein? Ich habe absolut keine Idee. Warte mal, Anmeldung vielleicht als Olivia. Wahrscheinlich. Authentifizieren. Nein. Ja, okay. Okay. Administrativ. Aha. Ah, Zugang autorisieren. Vielleicht mal gucken. Zugang autorisieren, Büro der Oberin. Jawohl, da haben wir es doch. Nehmen Sie den unbekannten Benutzer. Hat nun Zugang zum Büro. Jawohl. So. Okay, ich durchsuche das Büro. Geh doch da mal raus, Mensch. So viele Unterzeichen. Ich muss erstmal das Büro finden. Und das ist hier hinten offenbar. Ja. Los, geh auf. Ach, ist auf. Okay. Jetzt habe ich wieder alles genommen. Scheiße. Ja. Das ist noch eine Kiste. Moment, so. Ups, abgebrochen. Oh Gott, schön Haarklammer verbraucht. 30 Stück inzwischen. Ja, ja. Nein. Ich schimpfe nicht umsonst. Ja, ne, ist irgendwie schwerer geworden. Oder wir haben Licht am Level, das kann natürlich sein, ne? Ne, das ist falsch. Das muss da lang, genau. Blaue Farbe, ja, die nehme ich mit. Oh. Das heißt, ich schimpf ja nicht. Ich wundere mich nur immer, wie schnell das hier mittlerweile alles so weg ist. Ordner, da ist nichts, das ist nur. Okay. Oh, da ist ein Panzerschrank. Moment. Krieg ich den auf? Ach, wieder eine weniger. Tö. Na komm. Mensch, was soll denn das? Hä, das gibt doch eben. Was soll denn das jetzt? Ist aber unerhört jetzt. Moment, viel zu klein ticken. Nee, das war zu viel ticken.
Noch ein. Liegen doch so schöne Spitzendeckchen. Vielleicht kann ich das als Schleier nehmen. Sehen doch so ähnlich aus, oder nicht? So also ungefähr, ja. Fehlt nicht viel. So, gut. Ich muss an den Terminal, wie es aussieht. Schauen wir mal. Entsperren. Anmeldedaten von Herrin Olivia Rivers. Okay. Von Olivia. Kontrollpunkt erreicht. Wunderbar. Suche nach Hinweise auf den Treffpunkt. Okay. Wir gucken trotzdem noch mal kurz in die anderen Sachen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Hier wird über den Damm berichtet, der Charleston überflutet hat. Moment, das steht irgendwie im Weg. So. Okay, 8.2. Okay, 14. Okay. Mein Gott, wer sind denn da? Huch, jetzt habe ich von lauter Nervosität. Was habe ich, hatte ich gesagt? 6. was, ne? Okay, jetzt ist der 7. Okay. So. Okay. Noch einer? Nee, keiner mehr. Missionsplan. Keine Mission. Okay. Kryptozugang. Nee, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben, was wir brauchen. Oh, den nehme ich mit. Möchte ich nicht. Der geht voll allein zu. So, ich komme dann wohl erstmal wieder raus. Wir müssen den Treffpunkt finden. Einen Treffpunkt. So, mal gucken, wo dieser Treffpunkt sein soll. Eventuell in Beckley. Beckley? Ja, warte mal. Nee. Das ist eine Grubenhauer-Horde. Da ist aber im Moment nichts. Oder muss ich noch irgendwas machen wieder? Ich guck gleich nochmal. Also ich kann dir im Moment nicht helfen, weil mir nichts mehr von dir angezeigt wird jetzt im Moment. Hm. Ne, da ist nichts. In Welch auf jeden Fall nicht. Ich weiß eventuell Beckley, dass da was ist. Oder Louisburg eventuell. Ja, warte, ich schau nochmal. Louisburg müsste hier unten sein. Keine Anzeige. Also das ist wieder so ein kleiner, pisseliger Kreis, wo wieder keiner mit klarkommt. Ja, sieht so aus. Komm am besten erstmal raus, vielleicht siehst du es dann besser. Warte mal, optional, suche nach Hinweisen auf den Treffpunkt. Okay, das heißt, wir könnten hier im Gebäude nochmal gucken. Hier oben die Computer eventuell. Ja. Es sieht fast so aus, als wenn hier oben noch irgendwo ein
Ups. Ein Computer ist oben im oberen Geschoss. Müssen wir mal hochgehen. Warte mal. Tu mir mal unauffällig folgen. Nee, ich glaube hier vorne. Hier ist noch einer. Hier werde ich hergeführt. Oder gibt es vielleicht zwei? So. Okay, ich mache weiter. Also hier ist nichts. Fanpost. Lieblingsheldin. 7 Jahre alt. Also hier hinten ist auch noch ein PC. Ja, ich komme da gleich nochmal hin. Weil die Markierung war hierher gerichtet. Dann musste das ja richtig sein. Die Herrin muss gehen. Okay. Ist da noch was drunter? Nö. Vielleicht das persönliche Tagebuch nochmal. Och man, das habe ich doch alles schon gemacht. Na gut, das schalte ich jetzt aber richtig schnell durch, Leute. Das haben wir alles schon mal durchgeschaut. Natürlich kann ich das so nicht lesen, das ist schon klar, ne? Aber wir müssen das auch nicht... Aber es triggert ja. Wenn da was ist, was für dich wichtig ist, triggert das ja. Genau. So, ich glaube, hier ist nichts. Also der ist es nicht hier, der PC. Das kann. Hast du beide durch, die da sind? Da sind ja zwei PCs. Zwei? Der ist kaputt. Einmal der hier. Und hier hinten in dem Raum müsste nur noch einer sein. Der hier eventuell. Warte mal. Gästezimmer, nee, das ist Gästezimmer. Miss Rivers. Gucken. Der auch nicht, ne? Das sieht nicht so aus, nee. Dann gehen wir noch mal nach den hinteren hier. Den allerletzten hier hin. Ja. Nee, auch nicht. Wo ist der andere, den du meinst? Hier in den kaputten Bereich. Komm mal hier ganz durch, den ganzen Gang. Ah, da hinten ist, ja, da ist jetzt auch die Markierung. Okay. Da ist die Markierung dahin gewandert. Okay. Ups. Persönliches Tagebuch. Schädigte Dateien entdeckt. Ah, wurde was hergestellt. Okay. Gut, dann gehen wir die jetzt mal durch. Kontrollpunkt erreicht, ja. Okay. Gucken wir die anderen doch nochmal durch, schnell. Ich will ja auch die Geschichte so ein bisschen zeigen. Das ist schon wichtig, finde ich. Kann natürlich auch durch ein Spiel durchrasen. Aber irgendwie
Naja, Rasen tun wir ja schon mal gar nicht. Ja, eben. Wir schleichen immer. Lassen uns ja grundsätzlich immer überall aufhalten. Genau. Wir sind ja auch immer so schwer. Böden uns ja auch immer alle was auf. So, finde den Treffpunkt, heißt es jetzt nur noch. Oder können wir hier runter? Finde den Treffpunkt. Jetzt weiß ich nicht, ob der draußen ist. Mal gucken. Ja, der muss ganz woanders sein. Okay. Also, ich habe hier unten noch eine Markierung jetzt, wo drin steht, finde den Treffpunkt. Moment, ich gehe hier nochmal. Also ich vermute draußen irgendwo, ganz woanders. Ja. Das ist wahrscheinlich nur der Ausgang, der wird dir gezeigt. Das kann gut sein, ja. Hier ist noch eine Tür, genau. Riverside Manor Garage. Okay, ich, bin ich jetzt da draußen oder ist gerade mein Dings abgeschlossen? Das ist nur ein Ausgang. Ach so, okay. Der Treffpunkt, der muss woanders sein. Hm. Ich gehe raus. Ja, ich bin auch unterwegs da draußen. Ach, was macht der denn jetzt hier? Haben wir jetzt hier keine kaputten Aufnahmen. Immer wenn ich nachlade, kommst du an, hä? Blödes Rattenvieh. Und da wird auch schon wieder jemand bearbeitet. Ja, aber keine Weihnachtsmänner. Keine Weihnachtsmänner. Okay, ich komme hier mal raus. Moment. Jo. Okay. Das ist gewissermaßen der Hinterausgang, würde ich sagen. So, jetzt will ich mal schauen, wo das ist. Oh Gott, wo soll ich das denn jetzt wieder finden? Ah, warte mal, hier oben ist ein Punkt. Oh Gott, wir sind ganz wenig wieder zurück. Ist mal gut, dass wir da noch ein Zelt stehen haben. Ja, okay. Da wird, wohin? Also wieder oberhalb von Top of the World ist das. Und beim Bahnhof steht ja... das Überlebenszelt, ja. Ne? Und da könnten wir hin. Da reisen wir erstmal zuerst hin. Ja, genau. Würde ich sagen. So. Ja, das sind nicht meine Püppchen. Das sind die von Borstmaul. Aber der hat alle vollständig. Da vorne fehlt noch eine auf dem Bild. So. Okay, ich will mich bewegen können. So, nochmal ein bisschen einlagern hier. Gut. Dann werde ich mal meine erbeuteten Sternewaffen einlagern direkt hier wieder. Ja. In den Automat. Oh ja, die Problemlöser. Auch wieder eine Nummer 5. Ach, die gebe ich jetzt auch da rein, die beiden, die ich hier noch habe. Meine, der schießt ja mit einer Impro-Revolver. Und das Stufe 5. Das machen wir doch nur wirklich nicht. So, dann haben wir 109. Das ist doch schon mal gut. Ja, guckt, hier ist so ein Automat. Und da packe ich die legendären Waffen rein. Aber andere passen da nicht rein. Wir kriegen dann immer so Scheine dafür. Also die, die ich nicht haben will, natürlich, ne? Boom, jetzt hat es wieder Rums. So. Okay. Ich muss mich mal gerade umziehen, glaube ich. Ich habe immer noch den komischen Schleier an. Ach, halt, da habe ich was vergessen. Oh, Mensch, einer muss noch da rein. So. Ja. Ende. Oh. Nur ein. Ach so. Nee, verkaufen kann ich immer noch nicht. Ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Na, kann ich verkaufen? Ja, kann ich verkaufen. Warte, 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 jetzt muss ich wieder immer noch so halb voll durch die Gegend latschen. Gut. Wir müssen die Bahn lang
Und wir können die Bahn lang laufen. Und dann müssen wir irgendwo mal leicht nach links abbiegen. Wie sieht denn dein Essen aus? Hast du genug Essen, Trinken? Moment, ich schaue nach. Wasser habe ich noch, 88. Cramps habe ich noch. Und ich glaube, ich habe auch noch. Warte mal, wie heißt es? Verdorbenes Gemüse habe ich noch. Moment, und da schmeiße ich jetzt auch Wasser. Und ich hatte aber eigentlich. Und 24 Hundefutter habe ich auch noch. So. Oh, ich habe nur 9 kleine Geschenke. 9. Ja, das mache ich aber erst später. Was wiegen die denn? 0,04. Okay. So, und das packe ich jetzt auch irgendwo hin, dieses Phantomgerät. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das nicht nutzen kann. Das ist sogar auf dem Gleichheitszeichen. Warte mal, dann müsste ich. Die Waffe. Habe ich denn gar keine Granaten mehr? Lass uns versuchen, das Ziel noch zu erreichen. Ja, okay. Komm, lass uns los marschieren. Im Hinblick der Folge. Ja. Einfach mal hier so ein bisschen langlatschen. Es kann nicht allzu weit sein. Wir müssen nur an diesem Ort vorbei. Du kannst laufen. Halt. Keiner. Und keiner will das mit dir. Oh. Scheiße, Hilfe! Hilfe! Moment! Wo ist er? Moment! Alles gut! Nein, nein, nicht alles gut! Jetzt alles gut! Alles gut! Oh, Scheiße, Waffe leer! Oh, danke, danke! Das war knapp! Wo ist denn der? Der war da eben noch hier. Ach. Hier unter dem Baum. Für mich ist er weg. Ach, hier. Jo, ich will nämlich die Muni mitnehmen und die Kronkorken, wenn er welche hat. Das war relativ knapp. Mal gucken, ja, die Richtung ist schon ganz gut. Ich werde die mal wieder nehmen. So, das müsste hier Seneca Rock sein, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, wir müssen uns links davon hier lang schlagen. Genau, wir müssen hier so lang die Wege, den Weg vielleicht runter. Okay, kurz gucken. Das scheint relativ weit unten zu liegen. Okay. Ah, ich glaube da an einem Punkt.
Ja. Ja, das scheint mir etwas zu hoch. Wo ist der denn, der Punkt? Und jetzt ist er wieder weg. Bist du runtergekommen? Ja, sicher. Aha. Ah ja, doch geht. Mhm. Ah, hier vorne ist der Punkt. Da liegt jemand. Gleich zwei von den beiden. Von den Olivia Rivers und Shannon Rivers. Aha. Gut, dann nehme ich mal den Leuten alles weg, was ich habe. Auge des Ras habe ich gefunden. Hallo, Mutter. Und kein Schleier für mich. Hey. Warum? Ich gucke nochmal, aber ich habe keinen rausgenommen. Hey, schau dich um, Mutter. Kann das hier ist keine deiner Comic-Fantasien. Hm. Du bist keine Heldin. Du bist nichts weiter als eine traurige alte Frau, die sich der Welt nicht stellen konnte. Und du hast uns alle in deinen Wahn hineingezogen. So, was wäre jetzt das Nächste? Ja, ich höre gerade noch, Moment. Achso, Entschuldige. Wofür? Nichts ändert sich. Es wird immer mehr Raider geben. Redet noch, da ändert sich noch nichts. Weil sie recht haben. Es gibt keine Helden. Diese Welt gehört den Schurken. Die Starken überleben und herrschen. Und weißt du was? Ich bin die Stärkste. Dazu hast du mich gemacht. Ich bin es leid, im Schatten zu leben. Leid, Teil deiner Farce zu sein. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Es wird Zeit, meinen Platz in der wirklichen Welt einzunehmen. Du bist schlimmer, als es die Raider jemals waren. Und weitaus gefährlicher. Es tut mir leid, Olivia. Du hast mir keine Wahl gelassen. Es tut mir so leid, Olivia. Ich wünschte, es wäre gar nicht so weit gekommen. Eine Heldin bis zum Ende. Brody, du kannst jetzt rauskommen. Meine Güte, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das wäre es also? Ja, sie war die Letzte. Es ist vorbei. Hilfst du mir kurz? Verschwinden wir von hier. Tut mir leid. Noch eine letzte Sache. Was denn, Brody? Jetzt ist es vorbei. Na toll. Werde eine Herrin der Mysterien. Jetzt müssen wir eine Herrin werden. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich machen muss. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Oh mein Gott, ist das eine Rennerei. Ist mal gut, dass wir Fernreisen haben. Okay, also, wieder zu. Nein, das wäre doch nicht zu bewerkstelligen. Nee, ne? Okay, also lass uns wieder. Springen. Ja, lass uns wieder zurückgehen. Ob denn schon Weihnachtsmänner wieder da? Vielleicht haben wir Glück. Die werden ausgerottet, du. Das gibt dies ja wirklich nicht. Oh, ja. Die Idee alleine, ne? Weihnachtsfänner in dieses Land zu schicken. In dieser Folge hatte mein Hund gebellt, ne? Ja, genau. Dann machen wir die mal 5 Minuten länger, dann kann ich das rausschneiden. Ich habe das schon aufgestoppt. Aber ist egal, ja, mach mal ruhig. Ich kann ja nicht so schnell. Ja, ja. Nee, alles gut. Auf die 5 Minuten kommt es, glaube ich, nicht an.
So, jetzt muss ich nochmal versuchen, ob ich da reinkomme. Moment, ich glaube, ich nehme ja die Pistole. Das ist hier einfach. Ach so, war hier eine. Nee, haben wir hier im Moment nicht. Müssen wir erst wieder aufstellen. So. Werde eine Ich war am Herrin. Überlegen, Ja? ob ich eventuell in der Zeit was anderes machen kann, aber lohnt sich nicht. Ah. Warte mal, ich muss glaube ich jetzt wieder da rein, ne? Ach so, Moment, erst wieder den Schleier. Also kein Getrampel, kein nichts. Gar nichts, ne? Also sogar noch die alten Häufchen da. Ja. Geh mal schnell rein. Ich glaube, ich muss reingehen, ne? Oder ich habe keine andere Markierung. Ne, sieht so aus. Gut, dann gehe ich mal rein. Bin ich mal gespannt, was ich jetzt machen muss. Willkommen zurück, Sucherin. Warum klimpert der jetzt hier? Bist du am Klimpern? Jo. Werde eine Herrin der. Tja, gut. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Anmeldung. Herrin. Oberen. Befördern. Unbekannten Benutzer. Moment. Starten da. Missionsauswahl haben wir nicht. Missionsbericht haben wir auch nicht. Datenbankanfragen, keine. Orden der Mysterien. Oh, Ränge und Beförderung vielleicht. Ränge und Beförderung geht nicht, passiert nichts. Die Herren der Mysterien nochmal. Nein, Insignien. Auch nicht. Bleibe ich doch mal da oben. Okay, die auch nicht. Missionen hat man, glaube ich, schon. Ja, okay. Das war nur die Liste. Bleibt ja nur noch das. Ich habe nichts mit befördern. Also bei unbekannter Benutzer geht's nicht. Und dann versuche ich es hier mal. Aha, Beförderung, da muss ich hin. Novizin, ich bin ja dann nur Novizin. Ich will ja keine Novizin sein. Moment. Das wäre dies. Beförderung autorisieren. Das ist wieder Novizin. Zugang autorisieren. Nee, das haben wir ja auch schon. Vielleicht muss ich auch ins Büro. Warte mal, Zugang. Okay. Moment, das muss doch irgendwie gehen. Das wäre eine Herrin. Ja, aber das nützt mir gar nichts. Ich bin, steht aber eindeutig da. Ich weiß es nicht. Muss dich ja jemand anders anmelden wahrscheinlich, oder? Ich bin ja immer noch unbekannter Benutzer. Die Frage ist, Du kannst dich ja nicht selber befördern.
Ach so, ja gut, das könnte... Olivia oder Dings musste ich ja befördern. Ja, das könnte natürlich sein. Moment. Ist es immer anders hier auf der Seite? Ist doch gleich. Ist doch völlig egal, wo man hingeht, oder nicht? Entweder als Olivia oder als Shannon. Ja, aber du hast dich als Unbekannte angemeldet, ne? Ja. Also befördern kann dich doch nur Olivia oder Shannon. Ja, aber ich bin ja, hier steht nur Beförderung autorisieren, nur wie in der Mysterien. Ich soll mich ja als Herrin der Mysterien soll ich ja... Ja, aber das kannst du ja nicht selber machen. Olivia, du musst dich als Olivia oder als Shannon anmelden. Ja, okay, warte mal. Und dann befördern. Ich versuche das jetzt nochmal bei Shannon, genau. So, Ah, hier ist was anderes. Moment. Förderung Novizin, Herrin, da haben wir es doch. Bei Shannon muss man gucken. Okay, so. Jetzt müsste das funktionieren. Ah ja, okay. So, jetzt muss ich mich einmelden. Komm, raus. So, und rein. So, unbekannter Benutzer. Fortfahren. Herzlichen Glückwunsch, Herren. Ja. So, hey. Meine Enola ist jetzt eine Herrin. Was auch immer das bedeuten soll. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sieht so aus, als hätten wir es durch. Cool. Jawohl, die Herrin der... Ja, wenn du nichts mehr angezeigt kriegst, dann ja. Wird das wohl so sein. Ja. Nee. Kommt nichts Neues, da komme ich wieder raus. Ja, so. Enola ist jetzt eine Herrin. Naja, kann sich auch sehr viel darauf einbilden. So, damit ist unsere Folge im Grunde. Also unsere Quest meine ich. Ja, lass uns doch nach Hause springen. Ja. Dann verabschieden wir uns. Ja, genau. Dann sind wir in Sicherheit. Ja. Also denn. Gehen wir kurz zu dir. Würde ich sagen. Ja, können wir gerne machen. Ja? Ich bin schon unterwegs. Okay. Achso. Moment, da brauche ich da ja noch drücken. Ja, ich dachte, geht noch weiter die Quest, aber das wird ist es wohl nicht. Nun sind ja auch alle tot, mausetot. Ich glaube, ich bin in deinem Gehäuse eingemauert. Nee. Was hat er gesagt? Was möchten Sie in Ihrem Strumpf haben? Ja. Okay. So, mal voll weg. Ja, ihr Lieben, ihr habt es gesehen. Mysterien über Mysterien ist erledigt. Entschuldigung. Und das zieht sich halt so ein bisschen über ein paar Folgen. Ich habe jetzt nichts Großartiges, Besonderes gezeigt. Ich habe halt den lieben Wanderer unterwegs begleitet. Wir haben dann die Weihnachtsmänner gejagt und alles Mögliche. Hatten viel Spaß und damit ist unsere Aufnahmesitzung auch erstmal wieder beendet. Wir gucken in unseren Questen und in unseren Aufzeichnungen nach, was wir noch machen könnten und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen mit irgendwas Interessantem wieder. Also, lieber Wanderer, wolltest du auch noch was sagen? Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, bitte macht den Daumen hoch,
Und bitte schön eine Glocke und ein Abo. Ich brauche nur noch eins, dann habe ich 100 Abos, Leute. Bitte, einer muss noch mal ein Abo dazu nehmen. Das wäre cool. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, ich sag dann einfach tschüss. Tschüss, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ja, das war's für diese Folge. Hoffe, es hat Spaß gemacht und lasst doch bitte einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.